kann natürlich sein. So, und dann würde ich mal sagen, connect to FTB Project. Und es geht los. Ich versuche hier übrigens Zuschauer von Trollboy, ist gerade auch bei mir zu fixen, aber ich habe eine ziemlich schlechte Internetleitung, finde ich persönlich, und einen schlechten Computer. Ich weiß nicht, ob das da hacken wird. Cool. So. Und wenn, dann kann die wahrscheinlich nicht heute mehr vielleicht twitchen. Jo. So, schön, hier wachsen schon die ersten Bäume. Ich habe hier ja mal ordentlich gepflanzt. Das ist in der aktuellen Folge, die ich gerade eben gedingst habe. Und man kann die, ich werde die nachher noch schnell hochladen. Das heißt, ihr seht jetzt schon mehr, als eigentlich auf YouTube online ist. Ihr könnt das dann nachgucken. Behindert. So, dann gucken wir mal, wie sieht's aus. Alles klar, Copper ist fertig gebraten. Tin Ingot haben wir am Start. Eisenbarren sind auch am Start. Und frische Hühnchen. Lecker. Ah ja, du hast doch mal leider Dings reingeschrieben. Du hast mal leider Konfi reingeschrieben, ob auf einem Server drin war, deine Bäume sind gewachsen. Ja, genau. Dings, es kann vielleicht sein, ich weiß es nicht, dass vielleicht schon einer einen Chunkloader hat. Ah, okay. Das bedeutet, weißt du, was ein Chunkloader ist? Jo. Ja, okay. Okay, läuft. Jawohl, Wampe freut sich über exklusiven Vorab-Content. Nur für dich, Wampe. Der Hut stand dir übrigens super und ich finde, du solltest öfters Hut tragen. Wampe weiß Bescheid. Du leckst halt übelst so ein bisschen auf Teamspeak, ne? Das kann natürlich sehr gut sein. Weil der ganze Upload-Power jetzt natürlich fett hochgeht. Ich habe hier die maximale Qualität für Twitch eingestellt. So, und jetzt muss ich mir so ein bisschen überlegen, was ich hier denn heute baue. Ach, deswegen leckt so bei mir. Du, maximal das, also, finde ich jetzt nicht so gut. Dann würde ich mal sagen, ich mache mal hier so ein bisschen Dingsen. Wir haben jetzt ja im Prinzip unendlich viel Zeit und wir müssen gar nicht uns groß beeilen. Das ist ja mal echt geil. Na, du sollst jetzt nicht 2 Stunden oder so aufnehmen, ich sage mal 1 Stunde oder so reicht. Wunderbar. Das ist jetzt so. Ich meine, da du jetzt noch nicht so viele Leute hast, sollst du ja noch nicht so viel, sag ich mal, offline, sag ich mal. Das sind jetzt nicht alle deine Zuschauer. Dings. Ja, du weißt, was ich meine. Ja. So, und jetzt muss ich mal hier die Knöpfe herausfinden, wie ich was nochmal mache. So tue ich das hier ausmachen, so tue ich mein Mikrofon ausmachen. Auf Ende tue ich, glaube ich, Stream starten. Keine Ahnung, ich versuche es einfach mal. Stream starten. Nur, ich überlege gerade, wie ich mein Häuschen hier hinbaue. Also ich werde auf jeden Fall hier so eine Art Pavillon machen. Oben drüber über meine Felder. Und dann... Das ist ja sozusagen die Terrasse für mein Haus und dann baue ich da das Haus dran. Das heißt, vielleicht ist das Beste, wenn ich erstmal die Terrasse baue. Was hier und ich versuche das hier mal zu fixen. So. Das heißt, wir haben ja auch Holz jetzt gesammelt. Viel Holz werden wir auch brauchen. Das heißt, ich werde mal hier genau so. Pass auf, ich versuche es mal drauf zu gehen, um mich mal zu bewegen, okay? Mal gucken, wie viel FPS das hat. Ich meine, ist ja gerade im Stream. Hau rein. Boah, Junge, das lädt schon übelst lang. Okay, die Sounds laden, obwohl ich noch nicht mal im Server drin bin. Naja, also, würdest du dich gerne begnügen mit... zwischen 3 und 10 FPS im Stream. Ja, ist schon nicht so gut. Auch ein bisschen blöd rüber. Ja. So, ein paar Zäune brauchen wir unbedingt, weil wir oben für die Veranda brauchen. Ich denke aber mal, wir brauchen noch viel mehr Holz, weil die Veranda wird natürlich hier aus Holz sein. Ich werde wahrscheinlich Holzbalken nehmen für die großen Stützdinger. Das heißt, hier könnte man eigentlich die Stützteile... So, ich habe nur mal kurz gestoppt, deswegen muss ich auch raus. Und let's play left the game. Das ist ja nicht schade. Ich muss noch was mein Inventar leeren. Das denkt ja, mich ab. Ich versuche das halt jetzt so ein bisschen
jetzt hier nochmal Stream starten. Ich versuche das halt jetzt so gut wie es geht irgendwie zu fixen. Ja, mach das. Ich kann dir jetzt leider nicht mehr so viel helfen. Oh, die Musik im Hintergrund ist sehr laut, das ist gut zu wissen. Ich habe die schon total leise eingestellt. So, das müsste jetzt ein bisschen besser sein. Dann gucken wir mal hier. Kann man das hier auch ein bisschen leiser machen? Ich werde das mal so testen. Ah, okay. Ich glaube, so läuft das besser. Dann sind auch die Nebengeräusche nicht so laut. Wampe, guck mal, ob es jetzt so besser ist. Ich bin das auch noch nicht gewohnt und ich bin da auf diese... Ich bin auf solche Hinweise angewiesen. Vielen Dank dafür. So. Ey, ich habe jetzt seit 2-3 Tagen nicht mehr aufgenommen, Alter. Ich bin total verplant an meinem Computer. Ich habe mir jetzt einmal so eine richtige Pause gegönnt. Ich meine, Videos sind vorgetan und solange ich nicht auf dem Video so ungefähr 40 Aufrufe habe, kommt noch das nächste raus. Ich meine, ich glaube, ich kann mal da so eigentlich locker 50 Aufrufe erwarten von meinen Zuschauern. Boah. Oder was sagst du? Ich habe keine Ahnung, das ist so ein bisschen, das hängt natürlich davon ab, wie du deine Community am Start hast und so. Bei mir ist ja so, ich bin ja so ein Anfänger. Ich bin froh, wenn ich 20 Views habe. Ja, klar. So, was wollte ich denn jetzt gerade machen? Ah, ich wollte mein Inventar aufbauen. Ich meine, bei mir sind auch viel, viel Leute, die wo halt auch, sag ich mal, AFK sind. Also gar nicht mehr so richtig auch, mich angucken und so. Ja, die hören dir halt eher zu. Ja, und jetzt machen wir mal Mikro an, sonst klingt es ein bisschen blöd. So, sag mir was. So, das ist natürlich sehr geil, wenn natürlich dann auch die Bäume hier anfangen zu wachsen. 2, 3. Jetzt bist du eigentlich nämlich auch im Dings drinnen, gerade im Stream. Aber das hier wird jetzt nur ein Teststream. Ich tue wahrscheinlich heute nicht Stream. Wenn dann am Wochenende, wenn ich das hier wirklich hinbekomme. Denn da habe ich mehr Zeit, dann drängt mir zur Schule. Ich muss heute noch lernen, Alter. Was musst du lernen? Wir schreiben morgen eine Deutschprobe, Alter. Geil. Pass auf, und das Schlimme ist, ich habe einfach noch gar nichts dafür gelernt. Ja, das war ja klar. Ja, aber ich bin halt so der Abrutscher in Deutsch, weißt? Aber Schule ist wichtig, aber guck, das sind irgendwie solche Satzglieder. Ich will dich damit nicht nerven, ne, aber... Das sind irgendwie solche Satzglieder und das ist nicht das Wahre. Da muss ich irgendwie Bodycard und irgendwie und Zeitangabe und Ortsangabe das alles teilen und ein Kuddelmuddel irgendwie, also das gefällt mir nicht, ehrlich gesagt. Hm. Und jetzt dann in Mathe, wenn wir dann die geschrieben haben am Montag, kommen dann auch wieder Prozent rechnen. Wie viele Klasse bist du? Siebte. Geil. Ja. Das ist einfach richtig krass, Alter. Geil. Das ist immer wieder Hammer, wie jung du bist. Ich finde es aber cool. Was findest du cool? Ja, wie jung du bist. Ich? Wie jung? Ja. Bist 14, das ist echt der Hammer. Aber ja, es gibt nur mal Leute, die sind 14. Ja, ich find's geil. Oder, warte mal. Oder was hast du gedacht? Naja, als deine Anfrage kam, da hätte ich niemals gedacht, dass du 14 Jahre alt bist. Das ist einfach völlig egal in dem Moment, weißt du? Jetzt fühle ich mich gemobbt. Wieso? Ist doch ein Lob. Ich weiß, deswegen... So, ich baue hier schon wieder die ersten. Gerade eben habe ich sie noch gepflanzt und jetzt baue ich sie schon wieder ab. Die Eichenholzbäume. Ich habe mir jetzt so eine kleine Holzfarm angelegt. Das geht schon ganz gut ab bei mir. Die Bäume lasse ich noch ein bisschen wachsen. Kann man aber hier gleich wieder ein paar Setzlinge hinhauen. Ja, sogar so ein Zeug, wo man irgendwie ein Häkchen rein tun kann, wenn das Internet nicht so gut ist. Automatischer niedriger Latenzmodus. Ich weiß nicht, ob es das ist, aber ich glaube schon. Ich habe auch irgendwas gelesen, was in der Art, ja. Ich tue einfach noch mal Stream starten und mal gucken. Jetzt habe ich so viele Setzlinge. Ich glaube, ich werde mal ein paar im Dorf verteilen. Was hältst du davon? Setzling? Alter, jetzt läuft's bei mir richtig flüssig. Aber mein Aufnahmeprogramm tut so ein bisschen hacken. Also mein Streamprogramm. Muss jetzt nur noch Kontrolle halten. Ich werde mal mit deiner Erlaubnis ein paar Setzlinge im Dorf verteilen.
Hier kann man ja wieder abholzen, die Bäume, aber da ist wenigstens Platz, weißt du? Ja, ich habe letztens ein Video gesehen, wo du da so Erz abgebaut hast, ne? Ja. Ich sag mal so, da es jetzt nicht auffällt oder so, war das schon okay. Also, okay. Ich will jetzt nicht so penibel sein. Ja, das war irgendwie, 100 Blöcke oder so entfernt und da dachte ich so, okay, das ist natürlich ganz geil. Hallöchen! Oh no, nicht töten! Ich habe 24 Lebenspunkte, echt nicht töten bitte. 24 Experience. Ich will unbedingt das verzaubern. Also 24 Level, meine ich. Haust du irgendwas? Ich will auch jetzt nur nichts haben, ich tue hier nur testen. Achso, okay. Du hast ja einen wunderschönen Kuhstall, muss man mal sagen. Massenzucht. Besseres Musikstück, Wampe? So, ja, 14 wäre ich auch wieder, Wampe, da hast du wohl recht. Oh. Zoom haben wir dazu. Was oh, mit 14? Ja, mein Chat geht schon voll ab. Wirklich? Also, ist halt einer da. Der schreibt schon. Hä, also, ich sehe da gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Bei mir? Ja, also... Ach so, ich bin ja gerade auf deinem Stream, ja, stimmt. Warte mal, steht denn hier? Total Wives, hab ich 16, Alter. The Bro. So, jetzt muss ich aber erstmal gucken. So. Ja gut, meine Views sind jetzt aber auch wieder drastisch runter hier. Zwei Leute gucken zu, das bin ich und das ist der Wampe. Vermutlich, so. Zack, und schon wie stehen wieder die nächsten Bäume, wie abgefahren. Okay, der Baum ist natürlich total fail am Platz, muss ich mal sagen. Sieht aber auch so aus, als wäre der einfach, als wäre das ein Sapling gewesen, der einfach mal losgewachsen ist. Jetzt tut's schon mal weniger lecken. Aber irgendwas in Dings, ich weiß nicht, kannst du vielleicht mal bei meinem Livestream dann gleich mal vorbeigucken, ob der bei dir leckt? Weil bei mir leckt der. Pass auf, kennst du meinen Twitch überhaupt schon? Nee, wie heißt der? Über Skype oder über Teamspeak? Skype. Oh, jetzt hab ich gerade Teamspeak, ja okay. Ja, dann mach Teamspeak. Das ist mir egal. Oder so. Pass auf, ich bin jetzt offline und geh einfach mal rein. Mikrofon ist an und Stream starten. Müsste gleich kommen. So Leute, ich hoffe, das leckt jetzt nicht. Das hier ist ein Test wegen Twilight Boy. Also das lol, mein Mikrofon wird sich eh total behindert anhören und Twilight Boy überprüft es jetzt nur, ob es bei ihnen leckt oder nicht. Dass ich so einigermaßen zufriedenstellend bin. Also so kleine Ruckler darf es natürlich geben, ne, aber keine richtigen Standbilder. Twilight Boy. Genau, ich höre gerade mal rein. Kommt Werbung von einer bekannten Brausemarke. Ach so, ja. So. Das ist natürlich geht's los. Aber keine richtigen Standbilder. Twilight Boy. Ja. Ne? Und in der Wahrseite hier. Tja. Das sieht mir ein bisschen nach Standbild aus. Ach so, ja. Sieht das sehr nach Standbild aus? Ja, so ein Bild alle 3 Sekunden oder so. Ja. Ja, okay, dann spannende Wahrseite hier. Ja, aber so, das ist halt echt scheiße bei mir, ne? Ja, ich weiß, dass ich scheiße bin. Hm? Ach, ich höre dich gerade zweimal, weil ich dich auch im Stream höre. So, okay. ja. Ja, ich weiß, dass ich scheiße bin. Du bist nicht scheiße. Vielleicht soll ich einfach mal die Qualität ein bisschen runterschrauben. Ja, das auch. Also du musst dann halt einfach mit weniger Qualität streamen. So, hier geht es auch weiter. Es ist dunkel geworden. Ich stream mal mit Qualität 5. Ja, genau. Also das ich hab so die... Laub an den Baum, ist auch super. Ich hab so die, sag ich mal, Sache, dass ich umso mehr KPs einstelle, umso schlimmer wird das Stream oder umso besser, ich weiß nicht. Ich höre jetzt einfach mal rein. Deswegen hört man dich jetzt mal nicht. Kein Problem, ich geh also mach mal kurz ein Nickerchen. Bei mir unten wird rot angezeigt. Das ist eigentlich immer ein schlechtes Zeichen, wenn etwas rot angezeigt wird. Ja, manchmal ist es grün, manchmal geht's auf rot.
Achso, ich kann nicht pennen, während. Kann ich. Okay. Nee, kann ich nicht. Wenn du wach bist, kann ich nicht pennen. Das sehe ich gerade. Das ist natürlich ein Ding. Wampe, was für ein Equipment benutze ich zum Streamen? Left the game. Okay, dann kann ich jetzt pennen. Und zwar habe ich einen Intel 7 Prozessor, 16 GB Arbeitsspeicher. Benutze Open Broadcaster. Hab eine 50 Megabit Leitung. Du benutzt kein Open Broadcaster. Doch? Ja, das war nur ein Scherz. Achso, nee. Ich werde von Open Broadcaster benutzt, meinst du? So, okay, dann haben wir das hier am Start. Das sind hier jetzt die Träger. Dann überlege ich mir gerade, ob ich den Träger mir spare. Und dafür mir hier, wobei ich kann das ganze Haus einfach auch nach vorne ziehen, ne? Ja, das werde ich sowieso tun. Nix sparen da hier. Vier. So. Boing. Dann werden wir wahrscheinlich die Etage hier einziehen. Ich überlege gerade, ob ich das jetzt hier oben mache oder da unten schon. Die Frage ist. So, dann machen wir das. Frage ist. Boah, Alter, ich glaube, ich versuche es jetzt noch einmal und wenn nicht, ich muss wenn ein bisschen was lernen. Ja, dann lern was. Ich will dich auch nicht abhalten von deinem Lebensglück. Lebensglück kann man das nicht nennen. Na klar. Schule ist doch kein Lebensglück, das ist Lebensquälerei, ja. Ja, oder das kommt dir jetzt noch so vor und, oh Gott, ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal sage, aber, das ist irgendwie eine schöne Zeit. Mein Gott, bin ich alt. Ich bin ein alter Furz. So, wir bauen hier jetzt mal unsere erste Terrasse am Start. Das hätte ich nie von dir gedacht. Was denn, dass ich eine Terrasse baue? Oder was? Dann können wir hier auch gleich mal genau die Abgrenzung machen. So hat sich das nämlich vor. Warum tun meine meine Kabits immer so total durch den Wind gehen? Das weiß ich nicht. Wenn ich das einfach eingebe. Und so, jetzt hier sag feucht und fröhlich. Ach klar. Naja, ganz ehrlich, das mache ich morgen. Ich muss trotzdem noch ein bisschen lernen. Golden, trotzdem schön, dass du da warst. Dankeschön fürs Teilnehmen an meinem Stream. Ja, klar. Und ich wünsche dir einfach eine. Guck mal hier baue ich schon ein bisschen was. Komm mal kurz rüber und guck's dir an. Boah, Junge, das ist voll gefährlich. Ne, ich nehme gerade nicht auf. Ich stream gerade nicht. Also. Oh. Naja, ich mach's trotzdem. Ich bin ja voll stolz. Guck mal, hier baue ich jetzt da eine Terrasse oben drauf. Ja. Und dann baue ich da ein Dach oben drüber. Und dann ist das sozusagen meine erste Terrasse. Und dann baue ich da hier dran das Haus, ja. Hm. Sozusagen. Und dann habe ich hier so ein bisschen Feld und so. Ja. Eine Frage habe ich an dir. An dich. Sind bis jetzt bei dir Ruckler aufgekommen in den Server? Nö. Läuft, ja, eigentlich, okay, läuft eigentlich ordentlich. Weil ich will ja die Zufriedenheit von den Leuten haben, ne? Ja, nö, eigentlich echt super. Aua! Wie viel Herz noch? 5. Jetzt darfst du mich auch einmal mit denen schlagen. Ey! Ja, das war Erde, das geht ja. Aber ich habe mir neulich auch ein. Oh! Alter, du hast mir das Rubinschwert gegeben. Ja, du darfst mich einmal schlagen. Ach so, nein, ist alles gut. Ich habe mir aus so einem blauen Zeug habe ich mir eine Spitzhacke gemacht. Blue Saphir. Ja, sehr geil. Ich hatte nämlich keinen Diamanten und kein Eisen da. Dann hatte ich aber voll viele Saphire und dachte ich mir so, okay, ja, dann mach's halt damit. Echt ganz nice. Pass auf, ich werde vielleicht so, dass es hier nicht so langweilig wird, so ein paar Fragen immer mal so nebenbei in Twitch oder so stellen, ne? Ja, ich gerne. Ich guck's mir auf jeden Fall an und tu halt auch dabei so ein bisschen lernen, ne? Ich mein. Gut, aber kannst du wirklich ruhig was lernen, ja? Wie gesagt, ich will dich nicht ablenken oder so. Nee, also dann, ciao, ne? Tschüss, Dankeschön.
User disconnected from your channel. Der Voll Gaming Pro Boy. So, ich werde wahrscheinlich noch viel mehr Holz brauchen, weil ich werde jetzt ja richtig gut abgehen mit Holz. Aber ich hoffe ja, dass die Bäume hier alle flottikarotti wachsen. Sieht anscheinend auch ganz gut aus. Alter, ich muss mal wieder reinkommen. Ist auch gar nicht so einfach zu quatschen und zu spielen. Jeder, der schon mal einen Stream gemacht hat, der weiß, wie das ist. So, da ist es schon um das Holz geschehen. Ja, wir brauchen wesentlich mehr. Steht gar keine Frage. So. Wunderbar. Nochmal 60, das dürfte dann jetzt aber, glaube ich, erstmal reichen. So. Das Essen brauche ich eigentlich brauche ich nicht so viel Essen. Das heißt, das Fleisch könnte ich mal hier reinpacken. Ja, ich werde mir natürlich dann auch ein ordentliches Lager bauen müssen mal. Vielleicht baue ich das Lager tatsächlich auch hier oder hier drunter irgendwie. Mit der Werkstatt. Das muss ich jetzt gleich mal schauen, wie sich das hier so entwickelt. Aber, ja, wir sind jetzt ja mal so ein bisschen dran hier, ein bisschen, mal uns einen ordentlichen Stützpunkt zu bauen. Vorher war das ja eher so ein bisschen improvisiert. Ja. Ja, herzlich willkommen zum Projekt Power City an dieser Stelle mal. Für alle, die über Twitch reinschauen. Auf YouTube läuft das Gemeinschafts-, das Community-Projekt Power City. Unter anderem mit Golden LP, Max und Maxe von Max Gaming HD und anderen. Da würde ich euch empfehlen, auf YouTube auf Droidboy LB zu schauen. Link müsste eigentlich spätestens nach dem Streaming in der Profilbeschreibung sein zum YouTube-Kanal. So, dann bauen wir das hier aber noch eins höher. Würde ich mal sagen. Mindestens. So, da könnten wir eigentlich noch eine Veranda bauen. Überlege ich gerade mal. Also eigentlich wäre es ja auch ganz ouchy, ganz cool, wenn man hier eigentlich außenrum größere Blöcke hat. Dann geht das so ein bisschen rein. Und dann baut man da drauf. Ja, ich glaube, das werde ich so tun. Da werde ich leider wieder die Außen abreißen. Bei mir ist das so beim Minecraft-Zocken. Ich weiß manche Sachen schon, wie die aussehen werden. Vieles probiere ich aber aus und ich baue hauptsächlich. Das heißt, ich habe einfach total viel Spaß, die Sachen zu gestalten und Sachen noch auszuprobieren. Das heißt, manchmal baue ich was hin und reiße es wieder ab. So ist das nun mal. So ist halt auch nun mal Minecraft so ein bisschen. Hier könnte ich natürlich auch Treppchen benutzen, oder sieht das okay aus? Kann man eigentlich machen. So hatte ich mir das ungefähr vorgestellt. Dann wirkt das, glaube ich, ganz gut. So. Wie gesagt, die Session hier ist jetzt, um uns mal so ein bisschen auf den Stand zu bringen. Dass wir uns weniger so um die Gebäude und sowas kümmern können, sondern einfach mal in Ruhe uns auch die ganzen Modpacks anschauen können, die da am Start sind. So, jetzt ist da gerade ein Fensterlein vor dem. So. Okay, bei Golden LP laggt der Stream. Ich glaube, du hast einfach ein Internetproblem, würde ich jetzt mal behaupten. Irgendwie, vielleicht ist der Ping total kacke oder so. Ja, das ist doch eigentlich auch keine schlechte Idee. Hier vorne ist es ein bisschen offen. Hinten ist es dann geschlossen. Das ist eine schöne Idee. Dann machen wir das so. Und hier können wir mal gucken. Hier könnten wir natürlich Treppchen hinmachen. Ne, Treppchen sind nicht gut. Aber hier jetzt schon gleich das Geländer. Oder ich ziehe hier einmal das einmal so ein bisschen nach vorne. Dass das nicht so ganz so 0815 aussieht. So. Das finde ich eigentlich auch mal ganz nice. So vielleicht.
Boah, der Baum ist jetzt aber schon ein bisschen Pep an dem Haus dran, hm? Ich sehe gar nicht, wie das aussieht. Ja, so kann man das aber machen. Ein bisschen einschläfend, will ich mal behaupten. Oh Mann, das Lied ist gleich vorbei. So. Könntest du überlegen. Okay. Na klar. Und Ingame-Sound. Ja, auf jeden Fall. Dieses Kitsch, Kitsch, Kitsch nervt, glaube ich, ein bisschen. So, ich habe jetzt mal auf 30% gemacht. Musst du mir nochmal Bescheid sagen, wie das ist. So, ah, sehr schön. Sieht das nicht toll aus? Ich werde auch nochmal kurz was anderes ausprobieren. Okay. Blitzt ein bisschen. Shader sehen ja eigentlich ganz geil aus, aber ich hatte so die Erfahrung gemacht, dass es hier eben genau das da passiert, wo ich nicht genau weiß, woran das liegt. Wenn die Wampe mir da noch einen Tipp für hat, was da los ist, bin ich total dankbar. Ansonsten schalte ich jetzt erstmal wieder die Shader aus. So. Wunderbar, dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz pennen und dann geht's weiter. Haben wir unsere Terrasse schon ein bisschen gebaut. Upsala. Gute Nacht. So, weiter geht's, ein neuer Tag. Ja, die Mucke wird tatsächlich ein bisschen lauter immer mal wieder, ne? Ich glaube, das liegt auch daran, wenn kein Ingame-Sound, also ich glaube, der Ingame-Sound wird irgendwie automatisch, oder die Musik wird automatisch angepasst, sobald es irgendwie Ingame-Sound hat. Und wenn nichts ist, wird die Musik wieder ein bisschen lauter. Wenn ich mich nicht irre. Bisschen, ne? Okay. So, dann geht's weiter rauf aufs Dach und dann bauen wir uns mal ein schönes Geländer hin. Das ist noch ein bisschen triviales Geländer, muss ich mal sagen. Vielleicht kann man da noch ein bisschen was tun. Ich würde mir auch überlegen, ob ich hier das mit den Holzbalken irgendwie noch ein bisschen anders mache. Weil das sollte natürlich nicht genauso aussehen wie unten. Da schauen wir jetzt gleich mal. Was? Echt jetzt? Oh Mann. Ist immer das gleiche mit den Geländern. Das sieht irgendwie komisch aus, ne? Oder? Nö, geht eigentlich. Geht eigentlich, kann man machen. Nicht so schlecht. Das muss man wahrscheinlich auch so ein bisschen schauen, wie sich das Haus dahinter entwickelt. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall nochmal ein paar Geländer. So, dann verbraten wir auch noch das restliche Holz. Packen wir das da drauf. So. Dann machen wir da draus Stickies. Stickety Sticks. Noch mehr Sticks. Wunderbar. So und so und so und so und so. Dann so. 56 müssten dann erstmal reichen. Sticks haben wir dann auch genug. Mit denen können wir eigentlich gleich auch noch ein paar Fackeln machen. Haben wir nämlich gar nicht so viele. Oh, da haben wir auch noch Sticks. Wunderbar. Packen wir das zusammen. Die Flachssamen packen wir dann mal zu den anderen Flachssamen. Die müssen da nicht immer stören. Auch den Weizen können wir mal da reinpacken. So. Dann geht's weiter. Und schon wieder sind unsere Bäume gewachsen. Also ich glaube, Holznot werden wir keine haben. Wir haben hier auch schon wieder 19 Saplinge am Start, die ich mal im Dorf und um das Dorf herum verteilen werde. Und ich denke, die werden schon alle ganz dankbar sein, wenn sie da ordentlich Holz am Start haben. Ansonsten kann man ja ohne Probleme alles wieder abholzen. So.
Ja, hier entsteht auch schon ein bisschen was. Sieht eigentlich auch ganz nice aus. Da hinten der fette Baum ist ja auch irgendwie ganz cool. So. Unser Dorf soll schöner werden. Machen wir hier so eine kleine Allee draus. Das ist eigentlich auch ganz geil, ne? Zum Brunnen. Fand ich bisher auch erst noch ein bisschen langweilig, aber da kann man ja auch noch ein bisschen was tun. Das ist allerdings wahr, man muss echt frickeln, was die Shader angeht. Und ich würde sagen, wir machen hier noch eins. Wir gehen hier vielleicht noch eins raus, oder? So ein bisschen hier noch irgendwie raus. Wobei die Terrasse ist ja an sich schon fett genug, ne? Also da kann man auch eine fette Terrassenparty machen. Wir sollten mal dringend, ouch, wieder was essen. Die Wampe, wann, wie viel hast du denn, wann hast denn du Minecraft gespielt? Mit welcher Version war denn das? War das schon eine Einzelversion? So, Zäunchen. Kommt da wieder hin. Ich habe ja auch zur Zeit wieder ein bisschen angefangen, Eve Online zu zocken. Habe ich ein schönes Angebot bekommen, da wieder einzusteigen für einen Zehner. Dachte ich mir, na gut, mach mal. Und da ich jetzt einen neuen Computer habe mit einer neuen geilen Grafikkarte drin, dachte ich mir, kann ich eigentlich mal machen. Und ich kann nur sagen, das sieht echt total fett aus. Also bin echt begeistert. Okay, hier könnte ich doch eigentlich noch einen draufsetzen. Man könnte zumindest hinten raus, könnte man irgendwie was hochlaufen lassen, oder? So ein bisschen so ein leichtes Dach. Oder man macht sowas Asiatisches mit so einem Zacken drin. Muss mal gucken. Oh, essen müssen wir. So, alle Hühnchen aufgegessen. Da kommen als nächstes die Steaks dran. So. Okay. Wunderbar. Was wollte ich noch machen? Okay, ich muss mal wieder Bäume fällen. Das ist nämlich wieder alles zugewachsen hier. Das ist echt geil. Hammer. Okay, Ingame-Sound immer noch zu laut. Jetzt sind es auf 13%. Und eigentlich, also bei meinem Player habe ich irgendwie 2% Lautstärke eingestellt und 11% beim Ingame-Sound über Open Broadcaster. Also ist schon abgefahren, wie die den Sound übertragen. Oder mein Mikrofon ist zu leise, ich muss ein bisschen näher ran. Das kann natürlich auch sein. So, weiter geht's. Aber ruhig noch weiter meckern, wenn es immer noch nicht passt, ja. Das sind jetzt so die Anfangseinstellungsdinger, die man irgendwie draufkriegen muss. So, Gott sei Dank, dass der nicht noch viel größer geworden ist. Das war schon mal schön, wenn das so fette Bäume werden. Aber die abzuholzen ist immer Pain in the Ass, finde ich. Diese Alpha-Bäume oder was das für Dinger sind. So. Aber ich habe ja vorhin auch in der Aufzeichnung vorher, habe ich das. Die Folge könnt ihr nachher nachgucken. Ich werde die nachher auf YouTube appen. Also von der Aufnahme, von der ich gerade spreche, habe ich in einer Höhle Marmor gefunden. Und ich glaube, damit werde ich auch ein bisschen was tun. Und da kann man, glaube ich, so das Fundament von unserem Haus oder so bauen. Da werde ich gleich mal gucken. Ich glaube, ich habe nur 64, aber ich weiß, in welche Richtung ich laufen muss, um da wieder mehr Steine zu bekommen. Das heißt, wir könnten vielleicht ein bisschen Marmor verbauen. Fände ich eigentlich ganz nice. Ich hoffe halt nur, dass das nicht allzu kühl wirkt, weil ich mag es eigentlich total in Minecraft, dass das mal ein bisschen wärmer ist. Also deswegen arbeite ich auch gerne mit Holz. So, der Wampe meckert weiter. Das ist wunderbar. Bloß nicht abschrecken lassen. Ich lese weiter. Okay, es hat sich also bei dir überhaupt gar nichts geändert, was du sagst. Dann werde ich mal versuchen, das hier zu tun.
Ich glaube, du meinst nicht die Musik, sondern die Stampfgeräusche. Das heißt, ich werde jetzt mal hier. So, jetzt müsste es aber eigentlich auf jeden Fall leiser sein. Ich habe einfach am falschen Knopf gedreht. So. Es dauert immer so ein paar Sekunden, bis es bei dir ankommt. Blub, blub, blub. Total nice, wie das hier abgeht mit den Bäumen. So, ist auch besser, wenn das hier, wenn ich das, glaube ich, auch wieder alles abholze, weil hier sollen ja auch noch Dinge hin. Und ich glaube nicht, dass ich hier einfach nur so einen Wald haben will auf Dauer, sondern da soll auch noch, das Grundstück müsste ich ja eigentlich noch für mehrere Sachen nutzen. Ich glaube, ich werde auch mehrere Häuser oder so draufpacken. Jetzt hier an den Berg werde ich auf jeden Fall was ranflanschen, bis hier hinten ran, direkt bis hier hinten ran. Das heißt, ich werde das hier auch noch, ja gut, abtragen werden können, kann ich es nicht. Aber ich werde auf jeden Fall hier eine Stufe reinbauen. Und das geht dann tatsächlich bis hier hoch. Das heißt, es wird dann schon ein ziemlich geiles Haus, hohes Haus werden. So. Wunderbar. Dann haben wir genügend Holz. Ja, genau, wir machen das so. Wie viele haben wir eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ist eigentlich eine super Zahl, weil dann kann man nämlich die Mitte finden. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann ist das hier die Mitte. Hier. Das heißt, hier könnte ich im Prinzip nochmal einen dritten Stamm reinbauen. Einen dritten Träger. Den muss ich natürlich auch unten reinbauen. Und es wird schon wieder Nacht. Es wird schon wieder Nacht. Das ist aber okay. So. Das ist natürlich jetzt hier schon ein bisschen eng, aber das finde ich eigentlich ganz gut hier auch mit dem Wasser. Dann kommt man auch nicht in die missliche Lage da, sich irgendwie da aus Versehen ins Wasser reinzulaufen. Wobei man muss es auf jeden Fall, wenn man die Felder bestellt, aber da kann ich ja im Prinzip auch diesen hier machen. Ich bin ja clever. No. Aber auch ein bisschen ungeschickt. Nein, das wollte ich nicht. No. Okay, so, diesen hier. Und bitte einmal die Axt. Danke. So, genau. Da kann man nämlich hier locker drüber laufen. Ist kein Problem. Wasser sieht man nicht unbedingt. Jo, das haben wir ganz gut gelöst. So, jetzt müssen gleich auch die ersten Mönsterlein kommen. Wir sammeln hier nochmal schnell Gemüse ein. Ein paar Vitamine. Ah, endlich. Wunderbar. Die Geräusche sind besser, sagt Wampe. So. Oh ja, genau. Knochenmehl mag ich lieber nicht bewerfen. So, wie viel haben wir denn jetzt hier noch? 31 Setzlinge. Das ist natürlich fett, also ist einfach total gut. So, jetzt schaue ich mir das aber mal an. Ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht. Da werden wir noch ein paar Fackeln anbringen. Ich überlege gerade nur, ob wir da gleich zu übergehen, nicht einfach nur Fackeln hinzusetzen, sondern irgendwie mit einer ordentlichen Lampe oder so zu arbeiten. Wobei, solange wir noch nicht so viel Zeug haben, ist, glaube ich, einfach eine Fackel die einfachste Methode. Ist die Frage, ob wir das so machen oder ob wir es auf den. Ja, ich finde es so gut. So. Dann wächst die ganze Geschichte auch nachts und wir gehen mal kurz pennen, damit uns hier keine Monster überraschen, die dann zum Beispiel hier oben rüberkommen, was leider immer noch möglich ist, obwohl ich mein Bestes getan habe, um das zu verhindern. So. Drei Zuschauer haben wir schon.
Der Wahnsinn. Gut. Allzu spektakulär ist mein Stream auch nicht. Das ist ja so ein bisschen auch so eine Sache, um mal einfach ein paar Sachen gebacken zu bekommen. Ja, Power City, das Projekt, wo es ja darum geht, dass wir was mit Energie machen. Also irgendwann werden wir hier anfangen, unser Wasserwerk zu bauen oder ein Atomkraftwerk oder was in der Art, Stromleitungen legen und dann Maschinen bauen, mit denen wir dann weitere Dinge tun können. Und bis es soweit ist, haben wir ja genügend Zeit hier im Prinzip, uns ein bisschen aufzubauen, auszurüsten. Das wird dann vermutlich von Golden LP, den ihr gerade mit gesehen habt, ausgehen. Und ich überlege mir gerade, ob ich hier nicht auch mittig noch irgendwas hinmache. Und dann das Dach sozusagen so irgendwie hier drüber lege. Oder zumindest ein kleines Dach. Finde ich eigentlich ganz nice. Das werden wir jetzt einfach ausprobieren. Dann können wir es ja wieder rückgängig machen. So, was stört das? Ich weiß es nicht. Also wenn da irgendwie ein Dach sein soll, dann muss das auf jeden Fall höher sein. Auch das dann. So, dann bauen wir uns mal ein kleines Baugerüst. Wir werden nämlich jetzt gleich ein bisschen hier auf dem Dach rumkraxeln. Sieht zwar nicht schön aus, aber muss sein. So, genau. Ich glaube, das wird dann ganz gut werden. So. Jetzt brauchen wir im Prinzip, jetzt überlege ich mir gerade, im Prinzip wäre es jetzt eigentlich ganz cool, wenn wir Stufen hätten. Also wir müssen wahrscheinlich auf jeden Fall Treppchen nehmen. Die Treppchen werde ich dann da oben anfangen und hier runter bauen. So. Müssen wir mal schauen, ob wir die direkt Treppe an Treppe machen oder ob wir da noch Zwischenstücke einbauen. So, genügend Holz haben wir noch nicht. Ich werde aber mal vorsichtshalber nur so viel nehmen. So. Treppchen. Okay. Noch die restlichen kann man eigentlich noch verbrauchen. So. Das wird wahrscheinlich sowieso zu wenig sein. Aber wir fangen mal damit an. Dann können wir schon mal ein bisschen schauen, wie das wirkt. So, hier könnte ich mir eigentlich auch einen Aufgang basteln. Dass ich nicht im Außen rumlaufen muss. So. Ja, Wampe, schön, dass du zugeschaut hast. Danke für deine Tipps. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend, ne? Bis zum nächsten Mal, beziehungsweise Samstag. Samstag meinst du den Livestream, den wir machen werden? Oder meinst du. Was meinst denn du? Du meinst wahrscheinlich den 17. Januar. Den Yumi Creators Camp. Mute ich jetzt einfach mal. So. Treppchen. Ganz großes Kino. Gott sei Dank ist da ein... So, dann können wir da eigentlich Erde hinklatschen. Die kommt dann wieder weg. Und so, und so, und dann so, 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 und so, und hier den, na klar, dass das passiert. So, gleich geht uns auch unsere Axt kaputt, aber wir haben ja, also vermutlich reicht ja auch eine Steinaxt, weil so viel Eisen haben wir noch nicht. Ach so, XXL Tuber Day in Dortmund. Ja, da werde ich leider nicht sein, ich hatte eigentlich vor hinzugehen. Aber da ist eine familiäre Angelegenheit, die ich wahrnehmen werde, die mir da auch wichtiger ist in dem Moment. Okay, nee, das setzt hier zu Pep an. Ich würde sagen, wir machen hier erst noch ein Verbindungsgedöns hin und dann kommt das oben drauf mit eurer Erlaubnis. Dann würde ich sagen, machen wir hier auch noch das Dach fertig und erledigen dann noch ein paar Kleinigkeiten und dann geht es zwar auch schon wieder
Dann ist der Stream auch schon wieder zu Ende, würde ich sagen. So. Dann kommt der hier weg. Dann machen wir hier den hier hin. Und Treppchen drauf. So rum nicht natürlich. Ich wäre ja fast im Auftrag von einem YouTuber-Fan-Magazin hingegangen. Das wäre sehr lustig gewesen. Wieso ist denn das so? Das ist viel zu tief. Das muss höher. Also wenn man sich überlegt, dass ich jetzt eigentlich hier drauf noch ein Treppchen setze. Das mache ich vielleicht einfach mal. Dann mache ich das andersrum. Dann fange ich das Ganze eigentlich von hier an. Genau. Sonst wird das nichts. Oder aber, das ist natürlich auch ganz nice, wenn man zieht das hier so ein bisschen rüber. Ochi. Man zieht das hier eins rüber, aber ich glaube, ich hätte, dann kauft man dann praktisch noch eine Stufe so. Wir gucken mal, wie das aussieht. Das ist eigentlich auch keine schlechte Idee. Also jetzt praktisch so einmachen. Genau, dann setzen wir hier noch eins oben drauf, das fährt dann wieder so rüber und so weiter. Und hier können wir jetzt noch im Prinzip ein Treppchen hinbauen. So, und das ziehen wir dann auch noch, na, noch einmal rüber. So. Okay, genau, dann müssten wir das im Prinzip nochmal hier machen, dass es anschließt und dann hätten wir hier frei. Das ist eigentlich ganz nice. Oder ist das ein bisschen zu niedrig? Schauen wir mal. Sieht auch jetzt nicht wirklich schön wie ein Dach aus, muss ich mal sagen. Ich hätte es ja gerne eher wie ein Dach gehabt. Und das sieht eher aus wie eine weitere Terrasse, wo noch irgendwas drauf wächst. Tja, ist auch gar nicht klobig, also volle Pulle, würde ich mal sagen. Nö, das machen wir anders. Wir reißen das alles wieder ab und machen das eine Stufe höher. Und bauen da noch ein bisschen mehr Treppchen rein. Und eigentlich fände ich es ja auch ganz geil, wenn wir anderes Holz hätten. Aber ich befürchte ja, es gibt hier kein anderes Holz. Beziehungsweise ich müsste da erstmal auf die Suche nachgehen. Ich glaube, dunkles Holz wäre eigentlich ganz geil. Wo habe ich denn dunkles Holz gesehen? Es gab irgendwo andere Bäume. Und bevor ich jetzt groß weiterbaue, würde ich mal sagen... begebe ich mich auf die Suche nach den anderen Bäumen. So, hier packen wir dann das Restgedöns rein. Also genau, hier haben wir nämlich auch Birkenholz. Mit Birkenholz können wir hellere Sachen machen. Hier haben wir Tropenholzbretter. Müssen wir mal gucken, ob man hier schon aus Tropenholz andere Stufen machen kann. Oder ob die alle gleich aussehen. Ja, kann man, wunderbar. Das heißt, man kann auch aus... groß aus anderen Hölzern andere Treppen machen. Und dann machen wir uns nämlich jetzt auf die Suche nach diesen anderen Treppen. So, wir brauchen dringend noch eine neue Kiste. Ist ja unfassbar, wie das wieder voll ist. Genau, wir haben auch Great Wood. Pflasterstein, okay. Den Kescher nehmen wir mit, weil wir wissen ja nie, was los ist. Eichenholz packen wir da oben drauf. So, schadet nicht. Genügend Essen. Haben wir eigentlich. Wir nehmen noch ein paar Äpfel mit, man kann die wissen. So, und dann würde ich sagen, machen wir gleich mal eine kleine Expedition. Sind hier eigentlich noch Dinge drin? Nein, haben wir alle rausgeholt. Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, warte noch ein bisschen, geh lieber gleich noch mal ein bisschen pennen. Und dann tun wir das auch. Dieser Baum ist ja wirklich wunderschön groß geworden, aber wir holzen dich jetzt auch mal ab. Auch auf die Gefahr, dass dann endlich mal die... genau, die Axt kaputt geht. Wunderbar. So. Und das sieht mir viel zu klobig aus. Das werde ich ein bisschen runder machen. Naja, aber vielleicht ist das schon ganz okay. Also wir müssen es, glaube ich, noch eine Stufe höher machen.
Und hier könnten wir im Prinzip auch mal schauen, was wir daraus machen. Wir könnten natürlich auch hier den gesamten Untergrund unterhöhlen. Das hatte ich sowieso noch mal vor, weil wir da natürlich gewisse Maschinen und so etwas hinbauen werden. Das heißt, ab einer bestimmten Tiefe werden wir uns auch durchgraben. Ich denke mal. Ich denke mal, zwei werden wir dazwischen lassen für eventuelle Bauvorhaben. Hängt natürlich auch so ein bisschen ab, wie wir. Oder vielleicht drei. Ich glaube, drei ist fast besser. Hm? Dann machen wir hier nochmal schön Stüfchen rein. Und bauen dann hier nochmal runter und graben dann so, dass praktisch drei Luft ist zwischen Erde und zwischen dem Keller und dem Boden. Na, so. Genau, dann können wir nämlich hier unsere komplette Fläche untergraben. Und dann müssen wir gucken, genau, bis wie viel Meter wir bis zum Unter. Genau, bis zu 183 Meter bis zu dort Workboys Mine. Dass wir nämlich nicht, genau, und zu der Richtung dann müssen wir auch abmessen, dass wir nämlich nicht über unser Grundstück hinausgraben. Dann werden wir uns hier nämlich im Untergrund schon mal eine schöne Fläche bauen, wo wir dann alle möglichen Maschinen reinpacken können, auch Abstellräume, Keller und so weiter reinpacken. So, dann sammeln wir jetzt hier noch diese Sachen ein. Ja, ist nichts da, okay. Hier müsste doch irgendwas droppen. Oder ist da wieder Holz drin? Nein. Okay, wir gehen auf jeden Fall mal pennen. Und dann geht's gleich weiter. Dann müssen wir schon wieder was essen. Wir arbeiten einfach zu viel. So, wunderbar. Und gute Nacht. So, schön. Und weiter geht's. Wie sieht's denn aus mit unserer Spitzhacke? Okay, haben wir noch eine da? Läuft. Dann tun wir das jetzt mal hier rüber. Wir müssen mal ein bisschen Ordnung schaffen hier in der ganzen Geschichte. So. So fühle ich mich wohl und wir machen uns auf die Suche. Was ist denn hiermit nochmal? Achso, ein Geschenk von. Das können wir auch mal abbauen mittlerweile. Dankeschön. Vielen Dank nochmal. Gangster 300. Und wir machen uns auf die Suche nach anderen Hölzern, die auch dann Saplinge abwerfen. Und die werden wir natürlich auch anbauen. Da hinten sind schon mal Hölzer, die müssen wir allerdings stehen lassen, weil wir ja mindestens 100 spawnen die hier einfach eigentlich. Und hier ist irgendwo Lava. Das ist ziemlich gut zu wissen. Also irgendwo haben wir hier Lava am Start, falls wir das mal brauchen. Dich nehmen wir mit. Wo ist die denn? Ich höre doch Lava. Ich glaube, die ist hier direkt irgendwo drunter. Das ist auch eine geile Aussichtsplattform hier. So, und los geht's. Wir brauchen definitiv mehr Holzsorten. Also zumindest zwei. Ich finde, als Dach sind die dunklen einfach noch ein bisschen geiler. Und guck mal, hier nochmal eins. Und hier sind Pfeile, wahrscheinlich von mir vorher noch. Bam. Nice, nice. Okay, hier sind ein paar Zomben. Puh, hab ich mich gerade erschreckt. Okay, das Lied muss nicht sein. Das gebe ich zu. Das kann man schon machen. So, da oben haben wir Bäume. Da hinten ist ein Baum. Was sind das denn für Bäume? Ich kenne die gar nicht. Okay, das sind ganz normale Eichbäume. Ja, hier waren wir schon mal. Okay, und da oben ist auch irgendwas am Start. Hühner. Was ist denn das da oben? So viele Bäume gibt es aber leider nicht. Ich dachte, es gibt hier vielleicht einen anderen Wald oder so. Alter, was ist das? Ich habe ein bisschen Angst, da hochzugehen, muss ich sagen.
Ich mag nämlich eigentlich nicht sterben. Krass. Okay, Boah, Alter, das war gar nicht gut. Aber ich habe genug Erde, dann baue ich mich einfach ein Stückchen hoch. Alter. Fuck. Scheiße, 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 scheiße. Okay, wir müssen ganz schnell unser Zeug holen. Sind wir mal kurz gestorben? Ja, so kann es passieren, wenn man nicht aufpasst. Tja. Let's go. Sofort das Zeug holen, da sind echt gute Sachen drin und viel Holz und so weiter. Dieses Ding war gar nicht ungefährlich. Also gut, nicht zu diesem Teil hochklettern, das ist schon mal klar. Jetzt müssen wir halt hoffen, dass es uns nicht gleich wieder tötet, aber wir sind Gott sei Dank ein Stückchen runtergefallen. Das heißt, wir werden dann vielleicht dem Ding nochmal entgehen können. Okay. Schön, dass es uns anzeigt, wo wir zuletzt gestorben sind. Das finde ich ja mal echt super. Der feiert natürlich, dass er mich umgebracht hat. So, wir sind aber auf der anderen Seite umgekommen, glaube ich. Das heißt, wir müssen dann uns... Ja, da liegen wir. Schauen wir mal, wie wir da hochkommen. Müssen wir uns wahrscheinlich auch wieder ein bisschen hoch... graben. Boah. Okidoki, das wird auf jeden Fall was werden. Und ich habe natürlich meine kompletten Experience Points verloren. Was echt super scheiße ist, muss ich mal sagen. Okay, 5 haben wir noch. Haben wir wiederbekommen. So. Der Rest ist da runtergefallen, oder wie? Okay, kleine Lektion, schon mal ein bisschen gestorben. Nicht schlecht. Jetzt werden wir wahrscheinlich gucken müssen, dass wir hier heil wieder runterkommen. Und ich würde sagen, wir graben uns einfach ein Stückchen runter. Erstmal alles wieder schön hinsortieren, so wie wir es brauchen. So, da erstmal den Helm wieder auf. Oh nein. Wo ist denn...
Wo sind meine Rüstungen? Fuck. Okay. Du kannst laufen. Oh, Kohle. Das ist natürlich nice. Aber naja, ein schwacher Trost für die ganzen Level, die wir verloren haben. Es wird wahrscheinlich auch gleich wieder Nacht werden. Und da müssen wir gut aufpassen. Ist mein Essen irgendwo noch? Jawohl. Essen hier, Schwert dort. Alles klar. Na gut, haben wir wenigstens noch ein bisschen Kohle gefunden. Wir hatten ja sowieso schon nicht so viel Kohle am Start. Aber schwacher Trost, schwacher Trost. Okay. Und runter geht's. Okay, genau davor habe ich ein bisschen Angst gehabt. Oh, fuck, ich hänge fest. Alter Schwede. Ich muss echt besser aufpassen. Haben wir Fackel? Gut, dass wir die Kohle mitgenommen haben. Doch, Fackeln sind da. Alles klar. So. Okay, wir sind gar nicht so weit weg. Das ist schon mal gut, aber wir graben uns jetzt hier schön konservativ runter. So, und hier ist noch mehr Zeug von uns. Das ist natürlich wunderbar. Unter anderem, jawohl. Jawohl, sehr gut, okay. Hier haben wir ein paar Sachen wieder reingeholt. Unter anderem unsere Rüstung, die wir hatten. Wow, okay. Das war jetzt mal ernsthaft ein Erlebnis. Kommt schon. Und wir dürfen uns gleich mal hier... gleich mal wieder nach Hause und so von wegen neue Bäume finden und so weiter. Haben wir ja wirklich toll gemacht. Dorfzentrum ist ein bisschen weg. Schnell mal was essen. Regenerieren und rennen. Noch ein Bienendings. Komm, dich nehmen wir noch schnell mit, bevor die ersten Monster kommen, die uns dann gleich töten. Oh, come on. Ah, ich glaube, meine Maus ist zu fein eingestellt. So. Wo ist das Dorfzentrum? Da. Auf geht's, schneller. Also in dieser Richtung wartet nur der Tod auf uns. Wir müssen ein bisschen mehr dahin gehen, wo die Sonne scheint. So, und so sieht das von der Seite aus. Sieht natürlich noch nicht so der Wahnsinn aus. Aber wir haben zumindest schon mal ein bisschen was gebaut. So. Sind einmal gestorben, haben ungefähr 20 Erfahrungslevel verloren. Großes Kino. So muss es sein. Das ist Minecraft. So, ich weiß gar nicht, wie lange bin ich eigentlich schon online? Woran kann man das sehen?
So, da haben wir wieder neue gefrorene Waben haben wir mitgebracht. Eine schöne Prinzessin am Start. Kann man nicht stacken, das ist schade. Winterliche Drohne. Winterliche Drohne, kann man die stacken? Ja. Winterliche Prinzessin kann man nicht stacken. Das ist aber komisch. Okay. Prinzessinnen haben wir ja genug. Wunderbar. So. Viel zu essen haben wir jetzt auch nicht mehr am Start. Okay, hier haben wir noch 9 Steaks. Dann packen wir hier nochmal den Scheiß hier rein. Genau das haben wir da. Knochen haben wir hier. Säpplinge. Da haben wir das. Naja, ein bisschen haben wir uns ja gerettet, muss ich sagen. Aber das war schon gerade ein Klassiker. Wunderbar. So, die Schneebälle brauchen wir eigentlich auch nicht mitschleppen. Die können wir hier dazu packen. Für die nächste Schlacht. Und wir laufen mal so ein bisschen Richtung Grün, würde ich sagen. Weil da sind, glaube ich, auch einfach ein bisschen mehr Bäume am Start. Hat er hier aber auch schön gemacht hier. Dann gehen wir mal ein bisschen in diese Richtung und hoffen, dass es dort andere Bäume gibt. Notfalls können wir uns ja auch einfach mal eingraben und eine Nacht dort verstehen. Ja, da gibt es andere Bäume. Genau die Bäume, die ich suche. Fichtenholz heißen die, glaube ich. Oh, was höre ich hier? Ja, wunderbar. Wie weit sind wir weg vom Dorfzentrum? 127, da müssen wir noch ein bisschen. Dürfen wir aber. Oh. Und hier ist schon das erste Sapling, das wir suchen. Wunderbar. Alright, hier können wir ja mal ein bisschen abholzen. Hm? Ja, sehr gut. Kurz hier rüber. Mhm. Ja, dann werden wir auch gleich ein paar Fichtenbäume bei uns anpflanzen, weil wir werden natürlich auch viele Fichtenbäume brauchen. Ist klar. Tja. Wie viel haben wir denn? 30 Fichtenholz. So, irgendwelche, jawohl. Bisschen mehr bitte. Und da ist uns auch gleich unsere Mine, die wir dann mal bei Zeiten wieder besuchen werden. Momentan sind wir ja echt total zufrieden, was alles angeht, weil uns fehlt es ja eher an, so, wie viele Setzlinge haben wir denn? 11. Ach, das reicht eigentlich. Wir können jetzt noch diesen komischen Baum hier mitnehmen.
würde ich mal sagen. Und dann haben wir eigentlich für den Anfang genug. Wir können ja mal schauen, wo es hier eigentlich weitergeht, wenn wir schon mal da sind. Okay, hier gibt es Wüste. Das ist schon mal gut zu wissen. So, hier waren wir ja auch um... was sehen meine Augen? Dann nehmen wir doch gleich mal hier einen Bienenstock mit. Zwei Bienenstöcke sogar. Sehr cool. Plöpp. Bisschen Zuckerrohr. Och Mist, das war natürlich ein Fehler. Bisschen Zuckerrohr können wir natürlich auch mitnehmen. Das reicht auch schon. Wir können es uns ja jederzeit anpflanzen. So, Glas könnten wir natürlich auch mal machen. Ne? Das ist natürlich. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich sehe eine Spinne. Dann können wir uns Glasscheiben für unser Haus machen. Ich habe ständig das Gefühl, das ist irgendwie der Fernsehturm oder so, wenn man so steht. Hat so ein bisschen was vom Kölner Fernsehturm. Nehmen wir mal ein Stack Sand mit. Haben hier so ein bisschen à la Gedächtnisstrand. Da oben ist auch noch... Hallo Spinne, bist du feindlich gesonnen? Ich befürchte ja. So. Haben wir noch ein Schwert da? Nö. Wir haben auch kein Dingens mehr. Deswegen... Oh, das war natürlich super. Werde ich jetzt mal gleich ein Crafting Table machen, weil ich würde nämlich gerne auch nochmal so einen Kescher bauen. Erstens das und zweitens würde ich gerne auch noch ein Steinschwert machen. Wenn uns nämlich dieses Ding hier im Stich lässt. So, außerdem brauchen wir noch einen Kescher. Das war, glaube ich, so. War das nicht so? War das mit Stickies? Nö. Ich bin mir doch ziemlich sicher, dass das mit... Och komm schon. Ah, Wolle. Großartig, habe ich natürlich nicht dabei. Und sehe ich auch kein Schaf. Gut, dann lassen wir das mal. Wenn wir unser nächstes Schaf sehen, besorgen wir uns mal ein bisschen Wolle. Habe ich noch eine Schaufel? Ja, habe ich schon einen Stack. Schon einen Stack voll mit Sand. Ja, haben wir. Jupp. Was befindet sich hinter dieser Wüste? Das finden wir jetzt noch mal kurz raus und dann geht wahrscheinlich auch gerade die Sonne unter. Haben wir eigentlich noch Wolle zu Hause? Ich glaube ja. Hier ist noch mal so ein Magie-Dings. Ach, das war das, was ich, glaube ich, neulich mal gesehen hatte, nur auf der anderen Seite. Da muss man ja gut vorsichtig sein. Ich glaube, da braucht man einfach nochmal eine fettere Rüstung. Okay, das heißt, wir haben hier so ein bisschen das Ende der Insel erreicht. Was haben wir hier hinten? Essen wir nochmal kurz was, bevor es gleich nach Hause geht. Da hätten wir jetzt wieder ein bisschen Bienenkörbe am Start. Ja gut, wir müssen einfach wiederkommen. Hier ist auch eine Höhle am Start.
Nice. Ja, natürlich alles mit. Dorfzentrum ist noch 130 Meter entfernt, auch wunderbar. Cool, hier entstehen schon Sachen. Was hören meine Augen, Ohren? Oh, ich hasse ja Spinnen. So, hier ist gleich unser Zuhause. Wunderbar. Upsa. Verzeihung. So, dann können wir hier gleich mal ein paar Fichtenbäume pflanzen, würde ich sagen. Weil die werden wir für unser Dach brauchen, beziehungsweise für unsere Dächer. Hier geht es unserem Weizen auch sehr gut. Können wir bald wieder ernten. Das schaut doch schon mal sehr gut aus. Und ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen in den Untergrund und graben uns mal ein bisschen durch. Wie gesagt, ich habe jetzt gar keine Ahnung, wie tief wir eigentlich gehen dürfen. Aber ich glaube, beziehungsweise wie weit, das können wir gleich rausfinden. Hier haben wir auch noch schöne Materialien am Start. Das ist natürlich auch eine praktische Nebensache, wenn man da zwischendurch dann natürlich nochmal auf eine Kohleader trifft. Also wir werden das Gebiet sowieso komplett untertunneln müssen, weil wir natürlich keine andere Wahl haben. Wir können natürlich nach oben bauen oder wir bauen nach unten, aber ich würde sagen, wir machen beides. Da haben wir dann auch noch Eisen. Ja, und hier könnten wir im Prinzip wieder zubauen. Wir haben auf jeden Fall Erde. So. Können wir eigentlich schon ein doppeltes Ding machen. Hier können wir aber auch zubauen. Richtige Musik heute. Bisschen Erde klatschen.
Okay, so weit geht's nicht. Dann müssen wir hier noch eins drüber bauen. Da wollte ich es eigentlich nicht hinhaben, sondern eher hier. Und da fehlt natürlich auch einer. So. Wir können im Prinzip bis 182 vor. Das ist schon ganz schön tief.
So, liebe Freunde, ich würde sagen, das war's auch jetzt für uns. Spitzhacke ist kaputt. Musik ist dramatisch. Wir lassen es, glaube ich, damit bewenden. Und, tja, würden mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Hier geht's lang. Und wir sehen uns beim nächsten Mal zu Power City. Und ich gehe jetzt schlafen, ich bin mich total müde. Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Power City. Bis dann. Ciao.